Dies ist das einzige Foto meiner Großmutter, das den Krieg überstanden hat. Es zeigt sie an der Reling eines Ausflugsdampfers vor Helgoland. Meine Großmutter liebte das Meer und die Möwen. Sie selbst hat das Foto aus den Trümmern ihres Hauses in Altona ausgebuddelt. Hatte, roch es bei ihr nach Bohnenkaffee. Sie bekam viel Besuch. Unter den Gratulanten waren auch viele Kinder. Sie bekam auch viele Geschenke. Dieser Handwagen voller Möweneier war das Größte, an das ich mich erinnern kann. Aber meine Großmutter sagte, das ist mein schönstes Geschenk zu den Musikanten, die ihr ein Ständchen brachten, aber auch zu den Kindern, ihr Holz zum Brennen heranschleppten. Wir Kinder bekamen Kakao und Marmeladenbrot. Fast jeden Abend las meine Großmutter uns ein Märchen vor. Dann machte sie das Licht aus und sagte, schlaft jetzt schön. Und sie verließ das Haus, um ihren Geschäften nachzugehen. Meine Großmutter war die Königin des Schwarzen Marktes. Nicht Paläste waren es, wo sie ihr Schmuggelgut verstaute und versteckte, sondern diese Hütten, Bunker und Buden. Einige stehen noch heute. Meine Großmutter konnte Bohnenkaffee beschaffen. Der Duft und Geschmack ihres Bohnenkaffees beschwor in manchen Hochzeitsgesellschaften die Erinnerung an Friedenszeiten herauf. Doch nicht nur durch Bohnenkaffee trug sie zum Gelingen vieler Feiern bei. Auch die entsprechenden Gefäße, die Kaffeekannen, konnte sie liefern. Meine Großmutter hatte das größte Angebot an Kaffeekannen. Mädchen vom Lande, du bist eine Dame. Wie hölzern du bist. Du bist, nein, jetzt kommt meine Königin. Dieses Ereignis drohte die Regeln des Schwarzen Marktes zu gefährden. Obwohl alle am Schwarzen Markt Beteiligten in scharfer Konkurrenz ihre eigenen Interessen verfolgten, führte dieses Ereignis zu einer Solidarisierung aller Beteiligten. Diese Kaffeekanne musste gefunden werden. Meine Großmutter wollte die Kanne wiederhaben, das glaubte ich fest. Aber das Geschehen geriet ihr aus der Kontrolle. Wohin meine Großmutter auch kam, alle versicherten ihr, wir werden sie schon finden, und manche fügten Bemerkungen hinzu, wie, das wird sie nicht noch einmal versuchen. Auch die Kinder wollten helfen, die Kanne wieder einzufangen. Meine Großmutter hatte sie nicht darum gebeten.
Die Jagd auf die Kaffeekanne muss mehrere Tage gedauert haben. Die Kinder mussten ihre Verfolgung während der Schulzeit unterbrechen. Einer allerdings musste immer schwänzen, ein Späher, der die Spur nicht verlieren durfte. Trotzdem bekamen die anderen Jäger dadurch einen Vorsprung. Abends kamen die Kinder erschöpft und schmutzig nach Hause. Ich war damals noch im nicht schulpflichtigen Alter und ich überblicke bis heute nicht, ob die Kräfte der Polizei oder die der Union der Schwarzmarkthändler verantwortlich waren für das, was dann geschah. Wir Kinder hatten keine Chance, den anderen Jägern zuvorzukommen. Ich wollte eine Scherbe aufheben, doch es war meine Großmutter, die mich daran hinderte. Dies ist das letzte Foto von meiner Großmutter. Es entstand an ihrem Geburtstag, kurz vor ihrem Tod. Es war in der Zeitung abgebildet. Ich habe die Kaffeekannensammlung von meiner Großmutter geerbt.